Hallo ihr Lieben, mein Name ist Frank Sackenheim. Das ist eine neue Folge des Astrofotocasts und das ist auch eine neue Rubrik, die ich mir überlegt habe und die heißt Astrofoto Cologne on Tour. In diesem Video geht es zum einen um meine Herangehensweise bei meinen Astrofotos, also was so ein bisschen meine Philosophie ist und ich möchte das anhand eines speziellen Objekts mal ein bisschen darlegen. Und zum anderen, darauf bezieht sich der Titel On Tour, habe ich ein Radioteleskop besucht, nämlich das Radioteleskop am Stocker. Das ist nicht weit hier von Köln in der Eifel, in der Nähe von Bad Münstereifel. Und ich habe dort ein Interview gemacht und ein paar Aufnahmen gemacht und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Alles das gibt's nach der Intro. Bis gleich. Ja, ich habe es in der Einleitung gesagt, ich möchte ein bisschen was über meine Philosophie bei der Astrofotografie berichten. Ich habe irgendwann überlegt, gut, so Standardobjekte sind gut und schön, machen auch total viel Spaß zu fotografieren, aber ich habe irgendwann so eine Vorliebe entdeckt für sehr seltene Objekte, sehr extraordinäre Objekte, die noch nicht jeder fotografiert hat. Wenn ich Standardobjekte fotografiere, versuche ich diese sehr lang zu belichten, also sehr tiefe Aufnahmen zu machen, um auch da nochmal so ein bisschen anderen Bildeindruck zu bekommen. Bei der Recherche jetzt nach solchen extraordinären oder sehr seltenen Objekten, da lasse ich mich ab und zu auch mal ein bisschen inspirieren von anderen Leuten, selbstverständlich. Und da gibt es Leute, die man anschreiben kann, die einem dann sogar Vorschläge machen, was man denn mal belichten könnte. Und da habe ich den Vorschlag bekommen, belichte doch mal W44. Da habe ich gesagt, was? Habe ich noch nie gehört. Aber so ist das ja eben. Das war ja eben Ziel der Sache, Objekte zu fotografieren, von denen noch nie irgendjemand gehört hat. Ja, W44 liegt in einem Bereich des Sternbild Adlers, der auch Aquila Rift genannt wird, also Adler Rift, frei übersetzt. Da dominieren Dunkelnebel, das heißt, da gibt es eigentlich nicht viel zu entdecken in diesen Dunkelnebeln, weil diese Dunkelnebel alles Licht schlucken und alles, was sich dahinter befindet, kann man eben mit optischen Mitteln nicht sehen. Jetzt habe ich über W44 dann ein sogenanntes Paper gefunden, also frei übersetzt ein Papier, das ist eine wissenschaftliche Arbeit. Es gibt Archive, wo man im Internet recherchieren kann, wo man solche Arbeiten sich als PDF-Datei runterladen kann. Und habe ein Paper gefunden und in diesem Paper habe ich tatsächlich Aufnahmen gefunden, die im Optischen gemacht wurden. Man muss dazu sagen, dass das eigentlich eine Radioquelle ist, da komme ich später noch darauf zu sprechen. Das ist ein Supernova-Überreste in einem sogenannten Survey, also in einer Durchmusterung, Himmelsdurchmusterung mit Radioteleskopen entdeckt wurde Ende der 50er Jahre. Ja, und optische Aufnahmen gab es eben lange Zeit gar nicht oder gibt es generell nur sehr wenige. Wie gesagt, in diesem Paper habe ich dann eine Aufnahme gefunden. Dort wurde eine Aufnahme präsentiert, die ein Wissenschaftler, der heißt Giacani, und seine Kollegen haben diese Aufnahme gemacht, und zwar am Burrell-Schmidt-Teleskop am Kitt Peak Observatorium in den USA. Dieses Paper stammt von 1997 und man kann in dem Paper dann tatsächlich eine Aufnahme finden, die einerseits mit einem H-Alpha-Filter gemacht wurde und ich glaube mit einem S2-Filter wurden auch noch Aufnahmen gemacht. Und man erkennt deutlich den Supernova-Überrest in dieser H-Alpha-Aufnahme. Und da habe ich mir überlegt, wenn die das schaffen, das war ein relativ großes Teleskop verglichen mit meinem, aber wenn die das schaffen, dann kann ich das auch schaffen. So, Sternbild Adler kann man natürlich auch von Deutschland aus machen, aber ich war in Namibia und ich wusste, ich brauche besonders dunklen Himmel, um diesen Supernova-Überrest abzulichten. Also habe ich mir vorgenommen, dass ich in Namibia, wo die Bedingungen unglaublich gut sind, ein H-Alpha-Filter einsetze und den setze ich nicht bei Mondlicht ein, sondern ich habe tatsächlich in Neumondnächten mit dem H-Alpha-Filter beobachtet, ja, das geht auch, und habe insgesamt in 2017 15 Stunden Belichtungszeit in H-Alpha für dieses Objekt gesammelt. Nach 10 Stunden habe ich mal den ersten Stack gemacht und habe geguckt und habe absolut gar nichts in dem Bild entdeckt, beziehungsweise wir haben mit mehreren Leuten drüber gesetzt. Und wenn man wollte, dass da was ist, ja, dann war da auch was zu sehen, aber man konnte eben nicht eindeutig sagen, ob da was ist. Und wenn, dann ist es super schwach. Ich habe dann nochmal weitere 5 Stunden investiert, habe diese Aufnahmen erstmal ruhen lassen, weil ich wollte eine bestimmte Technik anwenden, um wirklich zweifelsfrei diesen Supernova-Überrest auch zu bestätigen.
Es hat ein Jahr gedauert. 2018 bei meinem nächsten Namibia-Aufenthalt habe ich dann die Farbaufnahmen gemacht. Ich habe dann nochmal, ich glaube, pro Kanal ungefähr 3 Stunden belichtet, also in Luminanz, Rot, Grün, Blau. Das sind also nochmal 12 Stunden Belichtungszeit. Also insgesamt ist da einiges zusammengekommen. Und habe dann daraus eben eine Farbaufnahme gebastelt. Jetzt kommt der Clou. Ich habe ja gesagt, ich wollte eine spezielle Technik anwenden. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das ist die sogenannte Kontinuum-Subtraktion. Wie das funktioniert, da schaut euch das andere Video an zum Thema Kontinuum-Subtraktion. Da erkläre ich, was es damit auf sich hat. Mit dieser Kontinuum-Subtraktion konnte ich dann tatsächlich den Supernova-Überrest und noch einige andere Objekte im Bild zweifelsfrei im H-Alpha-Licht verifizieren. Die nächsten Schritte waren dann Business as usual, wenn man so will. Also ich habe dann ein Farbbild daraus gemacht mit den H-Alpha-Daten zusammen und hier seht ihr das fertige Ergebnis. Das ist W44, das ist das rote Fleckchen da in der Mitte. Man sieht 2 wunderschöne Dunkelwolken da und man erkennt an dem Bild, das Bild strahlt relativ hell, aber es ist eigentlich eine super dunkle Ecke im Adler. Wenn ihr mal Übersichtsaufnahmen anschaut von der Gegend, dann seht ihr, da ist nicht viel mehr außer Dunkelnebel. Was ich dann gerne mache, wenn ich das Bild zum Beispiel im Internet präsentiere oder zu irgendwelchen Zeitschriften schicke, dass ich ein bisschen recherchiere zu dem Objekt. Das mache ich sehr gerne, denn ich mag es, wenn ein Bild auch eine Geschichte erzählt. Ja, das ist auch so eine meiner Philosophien bei der Astrofotografie. Also ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich liebe es, Geschichten zu lesen oder zu erleben und mag es ganz besonders, wenn man ein Bild schön aufbereitet, eben mit entsprechenden Daten und mit einer entsprechenden Hintergrundinformation oder einer kleinen Geschichte. Also habe ich angefangen zu recherchieren, wer ist überhaupt dieser W44, wer hat das Ding entdeckt und habe mich wieder in den Archiven auf die Suche gemacht und habe dann Folgendes gefunden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, W44 ist eigentlich eine Radioquelle und W steht für Westerhout. Das war ein niederländischer Astronom, Gerd Westerhout. Und der hat Mitte, Ende der 50er Jahre am Observatorium in Dwingeloo, das ist ein Radioteleskop wohlgemerkt, gearbeitet, hat wichtige Erkenntnisse gewonnen über das Universum, vor allen Dingen über unsere Milchstraße. Ist also ein bedeutender Radioastronom gewesen in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und er hat in Dwingeloo unter anderem einen Survey, also eine Himmelsdurchmusterung gemacht mit dem dortigen Radioteleskop und rausgekommen ist der Westerhout Radio Catalog. In diesem Katalog ist eben W44 mit der Nummer 44 versehen oder vermerkt mit den entsprechenden Koordinaten. Es gab dann natürlich in den folgenden Jahrzehnten noch viele andere Beobachtungen. Da hat man dann die Natur dieses Objekts irgendwie besser beschreiben können später. Ist also ein Supernova-Überrest, der quasi in einer Dunkelwolke drinsteckt und als Radioquelle kann man ihn dann eben auch sehr leicht eigentlich identifizieren, aber optisch kommt da nicht viel bei raus. Natürlich kann man im Infrarot und in Röntgenwellenlängen noch schauen, was da so passiert. Auch da haben sich Leute dran gemacht und haben eben diese Struktur, dieses Supernova-Überrest gut darstellen können. Und das Ding ist eigentlich relativ gut erforscht. Ja, so auf die Art und Weise erfährt man dann aus seinen Bildern ganz interessante Stories. Ich habe zum ersten Mal von Gerd Westerhout gehört. Dwingeloo, das Radioteleskop, kannte ich schon vorher. Ich kannte es lustigerweise aus einem Roman, gar nicht so sehr aus wissenschaftlichen Beiträgen. Aber man erfährt eben, man betreibt Astrofotografie und setzt sich nicht nur mit der Technik auseinander, sondern auch mit den Objekten und mit den Stories dahinter. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Macht mir immer Spaß, sowas zu recherchieren. So. Nächster Punkt war, ich hatte irgendwo einen Artikel gelesen über das Radioteleskop am Stockert. Das ist nicht weit von Köln, das ist in der Nähe von Bad Münstereifel. Und dieses Radioteleskop kenne ich, weil ich so oft schon dran vorbeigefahren bin. Denn immer dann, wenn ich in die Eifel fahre von Köln aus, also da, wo ich meine Astrofotografie überwiegend betreibe oder betrieben habe, dann fahre ich auf der Autobahn 1, auf der A1, an diesem Teleskop vorbei und habe das schon immer am Horizont gesehen, diese markante Schüssel. Nicht zu verwechseln mit dem Radioteleskop in Effelsberg, was nur wenige Kilometer Luftlinie vom Stockert entfernt ist. Das ist ja noch größer und noch bekannter. Dann habe ich einen Artikel über das Radioteleskop gelesen. Es gibt nämlich mittlerweile in der Vereinigung Deutscher Sternfreunde eine neue Gruppe, also eine Untergruppe, die sich mit Radioastronomie befasst und maßgeblich beteiligt ist eben der Verein,
der das Radioteleskop am Stockert betreibt. Dann habe ich mir einfach gedacht, ich nehme mal Kontakt auf mit den Leuten am Stockert und frage, ob wir da nicht mal sozusagen auf den Spuren von Gerd Westerhout diesen Supernova-Überrest W44 beobachten können. Und was dabei rausgekommen ist, ich war dann eben zu Besuch da, möchte ich euch in diesem folgenden Interview jetzt zeigen. Herr Herrmann, wir sind heute am Stockert am Radioteleskop, ein historisches Radioteleskop. Da kommt quasi auch gleich meine erste Frage, denn wir haben vor, Westerhout 44 zu beobachten. Und der Gerd Westerhout war ja ein niederländischer Astronom, der in Twingelo, glaube ich, am Observatorium seine Beobachtung gemacht hat und diesen Supernova-Überrest da in seinem Katalog von Radioquellen sozusagen vermerkt hat. Ja. Das Interessante daran ist, dass, wenn ich richtig informiert bin, das Teleskop damals in Twingelo den gleichen Durchmesser hatte. Es hatte auch 25 Meter. Ja, und es ist also praktisch zur gleichen Zeit eigentlich entstanden, fast zum, in ein paar Monaten Unterschied zwischen den beiden Teleskopen und gleiche Größe mit 25 Metern. Okay. Also sind sozusagen Geschwister in Europa, in der Radioastronomie und haben auch, dazu muss man sagen, in der weiteren Geschichte eine Ähnlichkeit. Also sprachen gerade, war der Begriff historisches Radioteleskop, das ist richtig, es ist 56 gebaut, es ist aber auch wiederum nicht richtig, weil das Instrument heute ja wieder in Betrieb ist und das mit moderner Instrumentierung. Ah, ja. Das heißt, wir haben so diesen Wechsel zwischen alter Maschinenanlage und aber modernster Technik, was die ganze Beobachtungstechnik angeht. Und für Twingelo gilt eigentlich Ähnliches. Auch das ist restauriert, ist natürlich noch das Originalinstrument, aber die Instrumentierung ist dort auch neu. Und dann gibt es noch eine Gemeinsamkeit, beide werden von Vereinen betrieben. Ach ja, okay. Also das ist ganz... ganz interessant, dass sich das so parallel entwickelt hat. Und das ist auch in beiden Fällen eigentlich, muss man sagen, weltweit einmalig, nicht? Dass so große Teleskope von Amateuren betrieben werden. Ja, das ist ja toll. Seit wann machen Sie das hier dann am Stockwerk? Also die Wiederinbetriebnahme der Radioastronomie ist seit 2011. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich hier zum Verein gekommen bin. Das heißt, ich habe diese Wiederinbetriebnahme von der Radioastronomie dann mitbetrieben. Die Restaurierung allerdings, die bauliche Restaurierung und so, das geht schon etwas länger zurück, das hat 2005 begonnen. Für uns Astrofotografen sind natürlich so ein paar Sachen interessant, was Radioastronomie angeht. Wir werden heute, wie gesagt, W44 beobachten. Das ist ein Supernova-Überrest. Ich habe eine Aufnahme davon machen können, im optischen Bereich, mit einem H-Alpha-Filter hauptsächlich. Und das heißt, ja, die H-Alpha Wellenlänge, dieser Filter lässt ja nur die H-Alpha-Wellenlänge durch und dieser Supernova-Überrest strahlt in dieser Wellenlänge, deswegen kann ich ihn mit meiner Kamera detektieren. Jetzt beobachten wir, glaube ich, auch einen Wasserstoff, aber das ist etwas komplett anderes, richtig? Also zunächst mal, die Sichtbarkeit von W44 im Radiobereich ist erstmal gegeben durch sogenannte Synchrotronstrahlung. Das gilt generell für Supernova-Überreste, die sind eigentlich, viele sind davon relativ intensive Radioquellen. Das gilt eben auch für W44. Und dann hat man natürlich in der Blickrichtung, wenn man auf W44 guckt, auch den neutralen Wasserstoff, also das H1, und damit die 21 Zentimeter Linie. Mhm. Das heißt, wir sehen, wenn wir in Richtung W44 gucken, neben der Synchrotronstrahlung, also etwas, was wir Kontinuumstrahlung nennen, sehen wir zusätzlich noch die Wasserstofflinie. Ja. Und wenn man jetzt wissen will, was kommt von W44, muss man die Wasserstofflinie ausblenden. Und das tun wir auch dadurch, dass wir letztendlich wie in der Optik auch spektral aufgelöst uns das anschauen. Und wir tun den Teil, nehmen wir heraus, der halt von der H1-Linie kommt. Das ist ja ganz interessant, weil man könnte ja auf die Idee kommen, dass dort, wo Wasserstoff ist, eben auch eine Emission ist. Das heißt, wenn ich das Ding, den Supernova-Überrest in der 21 Zentimeter Linie, oder ich könnte anders gesagt, doch auf die Idee kommen, dass ein Gasnebel oder Supernova-Überrest, der sozusagen als H2-Quelle registriert ist, dass der auch ein H1 strahlt. Was ist der Unterschied zwischen H1 und H2? Das ist vielleicht für uns Astrofotografen ganz interessant. Also das ist natürlich, wir reden in beiden Fällen von Wasserstoff. Ja. Nicht? Und wie bringe ich Wasserstoff zum Leuchten? Okay. Im optischen Bereich, die H-Alpha-Linie ist eben, diejenigen, die das Bohrsche Atommodell kennen, das ist ein elektronischer Übergang.
Und da muss Energie natürlich reinkommen. Und das ist halt die Supernova-Überrest. Der hat halt entsprechende Energie. Der regt den Wasserstoff an im optischen Bereich. Und dann macht er halt so ein schönes rotes Licht. Okay. So, das H1. Auch das ist ein Übergang vom Wasserstoff. Aber im untersten Energieniveau. Die Physiker nennen das einen Hyperfeinstrukturübergang. Mhm. Wir reden beim Wasserstoff, ja, beim atomaren Wasserstoff von einem Atom aus Proton und Elektron. Ja. Und das kennt zwei Zustände. Proton und Elektron können antiparallel sein oder parallel. Mhm. Das hat einen kleinen Energieunterschied. Und dieser Energieunterschied entspricht eben einer Wellenlänge von 21 cm. Warum leuchtet das der Wasserstoff im interstellaren Medium? Das liegt daran, dass die Wasserstoffatome, die da einfach so umhergeistern, ab und zu miteinander stoßen. Die Stoßenergie regt die an. Okay. So, wenn man jetzt Richtung W44 guckt, dann gucke ich natürlich auf all den Wasserstoff von den Armen der Galaxie, die auf dem Weg dazwischen liegen. Ja. Im Optischen sieht man die nicht, die leuchten nicht, aber wir sehen sie halt leuchten. Okay. Und das ist halt sozusagen, was wir im Vordergrund und auch hinter W44 dann gleichzeitig sehen. Also was Sie gerade als Leuchten bezeichnet haben, ist dann kein Leuchten in dem Sinne, dass wir es optisch mit einem... Das ist unser Radioleuchten. Okay, ja, ne? Radioleuchten. Spricht man in der Radioastronomie von Radioleuchten oder sagt man das? Ja, man sagt eher von der Emission. Ah ja, okay. Man, nicht? Ja. Das heißt, wir müssen genau diese 21-Zentimeter-Linie eigentlich ausblenden, richtig, um W44 sehen zu können. Das machen wir gerade. Ja, also wir machen es so, dass wir gucken auf W44, das heißt, wir scannen das so langsam ab. Ja. Das Feld und an jedem Punkt dieses Feldes nehmen wir ein Spektrum auf und aus diesem Spektrum heraus schneiden wir genau den Bereich raus, der von der Wasserstofflinie belegt ist und dann haben wir sozusagen die reine Synchrotronstrahlung, die wir dann sehen. Interessant. Was mich ja oder was für mich total neu war, war die Auflösung von einem Radioteleskop. Ich habe mich natürlich gefragt, warum sind die Dinger so groß? Wenn ich ein 25 Meter Spiegelteleskop beispielsweise hätte, ja, dann das wäre was richtig Feines. Aber Radioteleskope sind eben sehr, sehr groß, aber haben eine sehr geringe Auflösung. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt. Ich habe gedacht, man könnte wenigstens annähernd wie im optischen Bereich Objekte auflösen, aber das ist nicht der Fall. Ja, also zumindest, wenn man ein Teleskop von 25 Meter Durchmesser hat, dann ist die Auflösung vergleichsweise gering, die ist so 0,5 bis 0,6 Grad, also etwa der Durchmesser des Mondes. Ja, das liegt letzten Endes immer an dem Verhältnis Durchmesser zur Wellenlänge. Mhm. Und da die Wellenlänge sehr groß ist, bei der wir messen, eben im Bereich um die 20 Zentimeter, haben wir auch, wenn wir 25 Meter Durchmesser haben, eben eine vergleichsweise geringe Auflösung. Das heißt nicht, dass man mit Radioastronomie nicht sehr hohe Auflösungen erreichen kann, aber dann muss man mehrere Teleskope nehmen, weit auseinanderliegend, die dann zusammengeschaltet werden. Und dann erreicht man sehr, sehr hohe räumliche Auflösungen. Ja. Das wird auch viel gemacht. Und das ist dann die sogenannte Interferometrie. Das ist dann Interferometrie, nicht? Also ja, wie leistungsfähig solche Methodiken sein können, das haben wir jetzt erst kürzlich gesehen, ja, als dass sozusagen das Bild des Schwarzen Loches gemacht wurde. Nicht? Das ist, gibt einen sehr schönen Vergleich. Die Größe des Schwarzen Loches dort ist das gleiche wie eine 2-Euro-Münze auf dem Mond. Also extrem hoch aufgelöst, räumlich. Gut. Dann ist natürlich auch noch interessant, wir haben hier in so einer Kamera einen relativ großen Sensor mit vielen Pixeln. Das heißt, irgendwie örtlich kann ich sehr genau auch auflösen, das Signal. Abgesehen jetzt von dem Auflösungsbegriff, den wir gerade verwendet haben. Aber ein Radioteleskop hat nicht ein solches Feld von Detektoren, sondern es gibt einen Detektor. Das ist sozusagen eine Antenne, ja, im Brennpunkt des Spiels. Die Entwicklung geht in der Tat schon dahin, dass man mehrere Sensoren hat. Das haben wir nicht, sondern wir haben also einen Empfangshorn. Das heißt, wir gucken uns immer einen Punkt am Himmel an. Man sieht aber zunehmend an Radioteleskopen Empfänger oder Empfängeranordnungen, die dann mehrere Empfangspixel, wenn man so will, haben. Nicht? Das hat angefangen, Effelsberg hat für diesen Wellenlängenbereich einen sogenannten 7-Beam-Empfänger, das heißt, haben sie 7 Punkte. Inzwischen gibt es auch welche, die noch mehr haben, aber natürlich nie an die hohe Pixelzahl herankommen, die man aus dem optischen Bereich kennt. Ja, das ist interessant, weil das war mir auch vorher
gar nicht klar haben, wie das eigentlich funktioniert. Also wir sind sozusagen eine Ein-Pixel-Kamera. Ja. Und wenn wir ein Bild eines räumlichen Bereiches haben wollen, dann müssen wir halt Stück für Stück das abscannen. Ja. Auch das machen wir jetzt gerade. Ich habe vorhin schon gemerkt, es gab so ein leichtes Ruckeln im Gebäude. Das heißt, wir fahren gerade sozusagen einen Rektaszensionsbereich ab oder Deklinationsbereich. Beides. Also wir machen es so jetzt, wir nehmen ein Feld um W41, W44 herum. Wir fahren dann jeweils direkt Aszension durch und dann fährt es wieder zurück und nimmt die nächste Deklination. So wird das sozusagen zeilenförmig abgetastet, das Feld. Und das machen wir, das dauert natürlich seine Zeit, zumal wir, wie gesagt, spektral aufgelöst messen. Ja. Also an jedem Punkt des Himmels, den wir uns angucken, nehmen wir halt ein Spektrum. Okay. Und das machen wir so nach und nach. Astrofotografen beschäftigen sich ja auch viel mit der Belichtungszeit oder wir würden hier sagen Integrationszeit, um das Signal also ein bisschen stabiler zu bekommen. Integrieren wir da auch mehrere Messungen? Oder? Also na, wir machen nur eine Messung an jedem Punkt. Ja. Wir integrieren jeweils 15 Sekunden. Ah ja, okay. Gut. Also es wird 15 Sekunden an einem Punkt gemessen und dann fährt das Teleskop ein kleines Stückchen weiter, wieder 15 Sekunden und so geht das Stück für Stück durch. Was gäbe es denn für Störungen? Wir haben jetzt noch Wolken. Ich habe gesehen, es soll aufklaren, aber das ist Wolken, uns egal. Das ist, ja, das ist halt das Angenehme an der Radioastronomie, dass egal, ob es jetzt regnet oder bewölkt ist oder zumindest in dem Wellenlängenbereich, in dem wir hier arbeiten, sind wir vom Wetter vollkommen unabhängig, mit Ausnahme von zwei Dingen. Wind, wenn wir zu viel Wind haben, dann überschreiten wir irgendwann die Betriebsgrenzen. Man muss eben sehen, dass so eine Schüssel auch ein Riesensegel ist. Ja. Und diejenigen, die mal sowas mal ausgerechnet haben, die sagen, wir haben bei Orkan mit 250 Tonnen Winddruck auf dem Spiegel. Wahnsinn. Und wir haben einfach uns gesetzte Betriebsgrenzen, wo wir sagen, wenn wir an unserem Windmesser eine bestimmte Windgeschwindigkeit in Böen haben, dann bremsen wir das Teleskop. Okay. Eine andere Sache ist Schnee in der Schüssel. Das haben wir auch nicht so gerne. Ja. Wenn das nur eine dünne Schneeschicht ist, macht es nichts, aber wir vermeiden halt, dass sich viel Schnee ansammelt. Wir sind ja hier nicht unweit von verschiedenen Radarstationen auch. Es gibt in Bonn mit Sicherheit eine. Es gibt den Köln-Bonner Flughafen. Ja. Also generell gilt, dass natürlich genau wie die optischen Astronomen uns andere Emissionen stören. Bei Optikern ist es das Licht. Ja. Bei uns sind halt die ganzen Radiosender und Radaranlagen. Am meisten stören uns in der Tat Radaranlagen von den Flughäfen, von Köln-Bonn, von Nörvenig. Aber auch eine Vielzahl anderer Emissionen, wo man zum Teil gar nicht sagen kann, was es ist. Satelliten spielen eine Rolle. Mhm. Inmarsat hat da Satelliten in dem Bereich und Iridium-Satelliten. Also wir sind eigentlich genau wie die Optiker auch immer am Kämpfen, dass wir nicht durch irgendwelche Nebeneffekte gestört werden. Aber Sie haben noch nicht wie die Optiker eine Lichtverschmutzungskampagne, also Sie haben noch keine Verschmutzungskampagne gestartet? Naja, dazu gibt es zu wenig. Ja. Ah, okay. Also es gibt geschützte Bereiche natürlich für die Radioastronomie und die verteidigen wir auch mit Klauen und Zähnen. Okay. Bis hin zu, dass wir die Bundesnetzagentur herbeirufen. Aber es gibt natürlich auch einen großen Druck, das Frequenzspektrum zu nutzen. Ja. Und da muss man immer auch für kämpfen und einfach hart bleiben. Und, Aber da gibt es tatsächlich größere Interessen auch, wie beim Licht, wo man sagt, ja gut, aber beim Licht ist es so, man hat natürlich Interesse, Sicherheit, Straßenverkehr in den Städten ist natürlich eine Sache, aber Werbung mag vielleicht ein Interesse sein, ein wirtschaftliches Interesse, aber hier kommen ja wirklich ganz andere Interessen noch. Ja, es sind natürlich große wirtschaftliche Interessen, weil Frequenzspektrum ist ein Wirtschaftsgut. Und wenn man sieht, was bei Frequenzauktionen für Spektrum bezahlt wird, dann sieht man, welchen wirtschaftlichen Wert das auch hat. Ja. Aber man muss halt sagen, bei allen Überlegungen der Wirtschaftlichkeit, die Wissenschaft muss eben ihren Platz haben und man muss der Wissenschaft auch ihre Beobachtungs- und Experimentiermöglichkeiten lassen, nicht sonst. Aber es gibt immer wieder sozusagen Angriffe. Wir haben jetzt gerade
etwas, was sowohl die optischen als auch die Radioastronomen betreffen wird. Das sind Vielzahl von kleinen Satelliten, die geplant sind, nicht? Die dann als Lichtpunkte über den Himmel wandern, was jeden Optiker freut, und gleichzeitig Radiostrahlen senden. Okay. Und da haben wir also ein gemeinsames Problem. Ah, ja. Wenn jetzt, das ist ja, Sie sind ja ein Amateurverein. Ja. Das sind Amateurastronomen, nur halt im Radiobereich. Kann jetzt jeder hier mitmachen? Also ja, also jeder, der sich hierfür interessiert. Okay. Wir sind ein offener Verein, in dem wir sagen, dass jemand, der sich in diesem Verein engagieren will, ist herzlich willkommen. Und da gibt es also keine Restriktionen. Nicht? Also jeder ist eigentlich willkommen, der natürlich insbesondere jemand, der dann auch in die Ärmel mit hochkrempelt. Ah ja, okay. Ich würde sagen, also eine Riesenanlage, die natürlich auch, wo man irgendwie alle möglichen Kräfte, auch physische Kräfte irgendwie, oder ja, es ist, es ist halt eine Anlage mit mehreren Gebäuden, mehreren Teleskopen. Also wir sind jetzt hier im Steuerraum vom größten Teleskop. Aber dahinter steckt ja eine ungeheure Menge an Technik. Vor allem Antriebsanlagen, Motoren, die ganze Elektronik, die ganzen Computeranlagen, was man hier jetzt auf dem Bild sieht, sozusagen die Spitze des Eisberges. Ja, okay. Wenn man bei uns in den Keller geht, da stehen Racks voller Rechner und, und all das will ja in irgendeiner Weise gewartet werden, instand gesetzt und eben auch weiterentwickelt. Wir wollen ja immer auch noch unsere Fähigkeiten verbessern und da gibt es für alle möglichen Aufgabenstellungen halt Bedarf an Leuten, die da mitmachen. Okay. Viele Radio- oder Hobby-Radioastronomen sind Funker tatsächlich, ne? Ja, also viele kommen aus dem Amateurfunk. Das ist deswegen ein bisschen naheliegend, weil technologisch sehr viele Überschneidungen. Okay. Es ist nicht genau das Gleiche, aber es gibt auch Unterschiede, die manchmal zu Missverständnissen führen. Ja. Aber in der Tat sind Leute, die Amateurfunker sind, die haben da Affinität zu dieser Art von Technik und bringen natürlich auch dieses Know-how mit. Ja, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, was dann nachher die Auswertung zeigt. Da sind wir auch mal gemeinsam gespannt, was unser Teleskop da misst. Ja, und viel Erfolg weiterhin mit der Anlage. Dankeschön. Ja, an dieser Stelle nochmal einen großen Dank an Herrn Herrmann, der sich all meinen Fragen gestellt hat und die geduldig beantwortet hat. Und natürlich mein Dank an das ganze Team vom Astropeiler Stockert, die mir ermöglicht haben, dort mal einen Einblick zu gewinnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist ein bisschen zweigeteilt gewesen. Zum einen ging es so ein bisschen um meine Philosophie, zum anderen um die Radioastronomie und die Unterschiede zur Astrofotografie. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Like und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und erzählt es den Leuten gerne weiter, wenn euch dieser Kanal gefällt. Ich freue mich auf nächste Woche. Da sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.